Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die Map Lawson an, Version 1.0. Das Ganze kommt von der Modder The Lord. Gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Wir brauchen ein paar zusätzliche Mods, um auf dieser Karte spielen zu können. Die sind allerdings alle Mod-Hub, sprich einfach ne, runterladen. Und dann läuft das dann eh automatisch in-game. Ja, erstmal wieder zu den Hardfakten. Wir haben hier 46 Felder auf der Karte plus 9 Wiesen extra mit dazu. Dazu kommen noch 2 Forstflächen für Leute, die gerne im Holz arbeiten wollen. 2 Höfe auf den Schwierigkeitsgrad einfach, gehört euch der erste Hof hier dementsprechend schon mit dazu. Ansonsten gibt es noch ein paar Freiflächen, die ihr euch mitkaufen könnt. Sammelobjekte sind mit dabei, eine BGA, Fahrzeughändler, Viehhändler, soweit so klar. Bis zu 12 Verkaufsstellen vom Modder angegeben, je nach Zählweise kommt das dementsprechend auch hin. Wir haben eine Multifrucht und zwar Ackergras, was hier mit drauf verbaut ist. Ebenso gibt es Soja, Trink und Wärme als neue Produktion bzw. als Produktionsprodukte. Die sind dementsprechend auch im Teil hier mit eingetragen. Ihr seht hier, Ackergras hat eine Verkaufsgeschichte, Wärme in dem Falle nicht. Kommen wir später dazu. Ja, ansonsten Precision Farming Unterstützung und neue Dekoration oder malbare Dekorationen. Also sprich, wenn ihr hier Landschaftstool malen, dann seht ihr hier, steht euch eine ganze Menge zur Auswahl. Also für Leute, die gerne ja, selber kreativ unterwegs sind, ihr könnt euch hier austoben. Es ist wirklich viel. Ne? Ist es wirklich viel. Viel Sinnvolles, muss man auch dazu sagen. Also wirklich schick schön. So, starten wir. Wir sind hier an unserem Haupthof. Wie gesagt, der uns gehört. Wir haben natürlich ein bisschen Startequipment mit dabei. Hier so einen kleinen Deutz-Drescher mit dazu. Unterstellmöglichkeiten natürlich auch mit am Start. Dann haben wir hier einmal einen Schweinestall, wie man uns schwer erkennen kann. Kommt, glaube ich, von den runterladbaren Mods, also von den Zusatzmods in dem Fall. Silos hier mit dazu. Weitere Stelle hier für den Kuhstall, ne, der 3+3 Kuhstall, hat man jetzt auch schon auf mehreren Maps gesehen. Die Standard-Silos, Hühnerstall mit dazu, ja, und wie gesagt, hier ein Silo, da steht dementsprechend auch schon ein Trailer mit drin und eine ganze Menge Unterstellmöglichkeiten, wo auch noch ein bisschen Startequipment mit rumsteht, was sehr, sehr gut ist, wohlgemerkt, ne, also hier schon mal ein Deutz und Co. Ist schon mal relativ kräftig für einen Anfang. Müsst ihr euch eigentlich erstmal um nichts großartig Gedanken machen. Das Farmhaus hier, wie gesagt, kommt da leider nicht rein. Ne, ist noch von außen. Sieht aber vom Fachwerk und alles ne, recht schön aus. Und passt sich den Ganzen auch an. Ne, so groß ist der Hof auch gar nicht, wie ihr hier seht. Das ist alles soweit normal. Klein in der Nähe vom Hof haben wir dann auch hier gleich die BGA mit dazu. Ne, da habt ihr natürlich in dem Falle, warte mal, habe ich die Interaktionsflächen an? Genau, die habe ich an. Da seht ihr, da ist jetzt hier momentan noch nichts. Da kriegt ihr dann einmal Zugriff drauf, wenn ihr das Ganze kaufen tut. 85.000 ist ein Schnäpperle. Und dann seht ihr, könnt ihr die BGA in dem Falle hier auch ohne Probleme mit nutzen. Ich gebe mir mal noch ein bisschen mehr Geld mit rein. Und wenn wir jetzt hier an die BGA rangehen, nun seht ihr, Silage, Gülle, Mist, Zuckerrüben, Schnitzel, Gärreste kommen am Ende des Tages dann dort wieder raus. Vielleicht noch zum Thema Felder. Ihr seht, nur zwischen quadratisch praktisch gut, wo es nur ein paar gibt, sind viele ja so ein bisschen abgeschrägt, ne, so ein bisschen ründlicher gemacht an den Seiten und so. Ist aber trotzdem alles noch im Rahmen. Also der Standard-Scheinshelfer, solltet ihr mit Helfern unbedingt spielen wollen, sollte damit weniger Probleme haben, würde ich mal mit behaupten. Ansonsten KI-Verkehr gibt es natürlich auch, genauso wie hier ne, Straßen und Co. alles mit dabei. Ist es alles natürlich relativ flach, weil wir im Norden sind. Ne, ihr seht hier Kreisverkehre noch mit dazu, die Felder gehen auch relativ nah hier an die ganzen Straßengeschichten mit ran. Verkehrsschilder gibt es natürlich in dem Falle auch mit dazu und wir kommen sogar hier mehr oder weniger an den Strand, wenn man das Strand nennt, ne? Also mit den Dünen hier so davor, ne? Aber man kommt dementsprechend hin, man sieht, man hat dann auch hier diese Tore in dem Falle mit dazu. Oh, jetzt bin ich über eine unsichtbare Dings geflogen und ich komme nicht wieder zurück, oder muss ich hier weiter unten drunter? Moment. Ah ja, so komme ich wieder rein. Na, also selbst diese Schleusentore, nenne ich es jetzt einfach mal, könnt ihr leider nicht zumachen. Na, also hier mit Linksklick geht da leider nichts, aber ist dementsprechend auch mit dabei. Das Ganze ist dann einmal hier rundherum, also sprich im Außenbereich habt ihr dann immer das Meer in dem Falle mit dazu. Aber wir haben hier hinten auch noch ein, ja, wie soll man sagen, so eine Ei-Ausfahrt, wo es dann auf so eine kleinere Insel nach hier hinten geht. Ne? Und da habt ihr nämlich euren zweiten Hof, den ihr nutzen könnt. Ne? Einfach hier Sektor kaufen.
dann habt ihr auch den Zugriff auf alles, was hier drauf ist und somit habt ihr hier euren zweiten kleinen Hof, den ihr mit betreiben könnt, voll ausgestattet, ne? Also sprich alles kein Problem und selbst wenn ihr sagt, auch mir passt das und das und das nicht, ihr könnt auch hier alles abreißen, so ist es jetzt nicht, beziehungsweise halt anders dekorieren, je nachdem wie ihr das mit möchtet, ne? Hier zum Beispiel mal ein schöner Schlafstall, hat man so auch bis jetzt selten auf Karten gesehen. Ne? Also wirklich schnicke, ansonsten auch hier wieder Hallen und Co. Natürlich steht jetzt hier nichts drauf an Startequipment, das müsst ihr euch dann selber besorgen. Aber ja, ein Bordlehne, Felder gibt es ja auch noch mit dazu. Ne? Ist halt ein bisschen außerhalb gelegen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall eine nette Idee, muss man ja sagen. Ne? Dann hier hinten noch so ein Bootsanleger. Ne? Ist auch ganz, ganz nett gemacht, geht es ein bisschen mal aufs Meer drauf. Hier fehlt so ein bisschen Leben. Ne? Also hier könnten so einen Haufen KI-Leute eigentlich mit rumlatschen, gibt's ja hier, ne, also die laufen ja mit rum, aber vielleicht so mehr platzierbare, ne, dass es irgendwie so ein bisschen mehr touristisch wirkt oder ein bisschen mehr belebt ist insgesamt, ne, aber ansonsten ist auch okay, man hält sich hier sowieso nicht auf, weil hier ist nichts, ne, außer ein Sammelobjekt, da oben drauf. Das ist immer ganz wichtig. Ne, wie gesagt, zu den Feldern habe ich schon mit was gesagt. Verkaufsstellen, wie gesagt, bis zu 12 Stück insgesamt an der Zahl. Ist auch alles wie immer markiert und gemacht und getan. Also sprich, ihr könnt eigentlich keine Fehler damit machen. Ist halt alles soweit Giants Standard gemäß gemacht hier. Ne, also das ist alles mehr als IO. Wenn wir uns das Ganze einmal hier kurz auf der Karte anschauen, wir haben ja zum Beispiel einmal hier die Mühle. Das ist eine Produktionsstätte, ihr seht. Ne, das ist zwar, wenn wir das Ganze jetzt kaufen, seht ihr hier Weizen, Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse, Mehl. Das ist Standard, ne? Aber von den Gebäuden her selber ist es natürlich Custom, beziehungsweise was Eigenes oder außerhalb vom Standard in dem Falle. Das ist recht schick schön. Ansonsten hier so kleines Dörfelein, ne? Mit einem Haufen Einfamilienhäusern, mit dazu Spielplätzen und Co. KI-Leute latschen dann dementsprechend auch mit hier rum, ne? So Fußgängerwege oder Fußgängerzonen in dem Falle mit dazu. Und in der Stadt ist dann relativ viel auch hier mit dabei. Ne? Also ihr seht zum Beispiel hier, da haben wir einmal unseren Kleiderschrank, also sprich ein Bekleidungszimmer. Hier haben wir dann einmal einen Händler, ne? Mit der Werkstatt in dem Falle mit dazu. Ne? Das ist dann alles hier mit drinne, ne? Also Fahrzeughändler und Werkstatt. Dann haben wir hier noch die Schreinerei, ne? Die ihr dementsprechend auch mitnutzen könnt. Gleich hier drüben haben wir dann auch die Zucker. Mühle mit dabei oder die Zuckerfabrik im eigentlichen Falle, ne, können wir halt Zucker dementsprechend herstellen und so weiter und so fort. Also das ist alles hier dann so ein bisschen damit dran gemacht. Wir haben sogar einen Futtermischer, ne? Das ist in dem Fall eher so eine große Halle, wo so ein paar Dinger halt mit drin stehen. Wenn ihr euch den kauft, dann könnt ihr hier Gras, Heu, Stroh, ja, kriegt ihr Heu, Silage, Mischration in dem Falle mit raus, je nachdem, was ihr hier einstellt. Ne? Nette Sache für alle die, die gerne Tiere machen wollen und das selber mischen, jetzt nicht so prickeln fanden, die können da drüber drauf zugreifen. Ansonsten eine Ölmühle, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl in dem Falle. Gegenüber gesehen haben wir dann hier dann einmal, ne, die Müsli-Fabrik. Da macht er halt dementsprechend Müsli wiederum draus. Also so das, was ihr halt bereits so kennt. Ne? Kaufstation gibt es hier in dem Fall auch noch mit dazu. Getreidelager gilt dann wieder als Verkaufspunkt. Hier sind wir bei der BGA und dann sind wir nämlich hier dementsprechend auch einmal schon wieder rum. Ne? Reiterhof ist halt Verkaufsstelle. Gesteinsbrecher ist eine Verkaufsstelle. Hier haben wir noch einen Viehhandel. Und das ist auch schön, schön gemacht. Nicht so dieses Riesengebäude, wo dann im Endeffekt nichts ist, sondern hier sind Kühe, die bewegen sich. Da haben wir Soundeffekte mit dazu. Das ist alles ganz schnicke. Und auch in den Rahmen hier haben wir dann noch weitere Produktionen, die halt hier mit drin sind. Ne? Zum Beispiel hier dieses Traubending. Traubenverarbeitung, ne? Könnt ihr Traubensaft im Endeffekt damit machen. Das ist dann wiederum so ein Standardgebäude, wie gesagt, das wechselt sich immer mal ab. Mal ist es Custom, mal sind es, wie gesagt, die Standardgebäude, könnt ihr alle kaufen. Ist halt soweit so normal, so schick, so schön. Hier haben wir einmal das Café, ne? Und beim Café suche ich gerade hier, das könnt ihr kaufen. Und da seht ihr, könnt ihr Brot, Kuchen, Butter, Käse und Schokolade machen. Da haben wir halt von den Standarddingern, was aus mehreren ja eigentlich besteht, aus mehreren Gebäuden, das Ganze hier in eins zusammengefasst. Ist natürlich auch praktisch, ne, und preislich gesehen soweit auch alles normal. E-Ladestationen gibt es auch noch. Biomasse-Heizkraftwerk haben wir hier mal dazu und da kommt es dann nämlich jetzt auch drauf an. Das ist ja normalerweise Standard im Spiel eine Verkaufsstelle. Das ist jetzt als Produktion in dem Falle mit umgebaut.
Und dann seht ihr, können wir Wärme herstellen aus Hackschnitzel und Wärme aus Stroh in dem Falle. Ne, ihr seht das Ganze dann hier, Wärme plus Dünger. Der Mineraldünger selber, den könnt ihr anfassen, die Wärme selber halt nicht. Ne? Soweit so klar. Das ist dann einmal hier mit dazu, recht nette Idee. Ne, und dann haben wir halt hier noch die Spinnerei und ganz hier hinten auch noch eine Windmühle. Da könnt ihr, wie ihr seht, dementsprechend Mehl machen. Besondere hier dabei, ihr könnt neben Weizen, Gerste und Co. könnt ihr hier auch noch Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen mit reinschmeißen. Wird aber immer nur Mehl, also immer nur das Standardmehl halt, ne? Kein spezielles Mehl mit dazu. Aber so könnt ihr zum Beispiel auch mehr Zeug verwerten. Inwiefern das, müsst ihr dann natürlich ausrechnen, für euch sinnvoll ist, Sojabohnen in Mehl zu konvertieren, ne? Ist klar. Ja, und das ist es eigentlich auch schon gewesen. Wenn wir uns einmal den Log anschauen, sehen wir, ist soweit sauber. Wenn natürlich immer irgendwas ist, es kann sein, müsst ihr halt melden über das Giants Forum, beziehungsweise der Modder hat selber in der Beschreibung einen Link zu gemacht, wo ihr euch da melden könnt. Und ansonsten ist das eine kleine, nette, niedliche Karte, die halt einfach im Norden angesiedelt ist. Es ist Flachland, es ist was für einen Singleplayer, muss man dazu sagen, ne, ist klar. Und dadurch, dass hier Ackergras mit dazu ist, ne, und die Produktion auch ein bisschen Custom sind, sage ich jetzt mal so, no, kann man definitiv Spaß drauf haben. Also ein Blick wert für Leute, die damit was anfangen können. Definitiv, wie gesagt, für so eine kleine Singleplayer-Geschichte eignet sich die Karte definitiv. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.